Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Lights. Ich bin gerade in Çorlaklı und wir schauen uns heute das Süral Hotel an. Wir haben uns ja letzte Woche das Süral Resort Hotel angeschaut und wir schauen uns heute das Süral Hotel an. Das ist das erste Hotel hier in Çorlaklı. Das wurde hier 1987 aufgemacht und es hat insgesamt 335 Zimmer. Und wir schauen uns mal an, was uns heute hier erwartet beim Süral Hotel in Çorlaklı. Das werden auch sicherlich viele kennen, die hier schon mal waren. Im Süral Hotel, in dem ersten Hotel hier in Çorlaklı. Das ist hier das Außengebäude und das ist auch eine große Anlage. Wie gesagt, das hat 335 Zimmer. Auch hier mit einem großen Parkplatz. Und auch wie jedes Hotel am Eingang gleich ein Security. Das kann man hier auch sehen. Und auch mit einem eigenen Uhrturm da zu sehen, der mit Süral beschriftet ist. Gleich direkt vor dem eigenen Hotel hier in Çorlaklı. Und dann gehen wir mal in Richtung Hotel und wir schauen uns mal heute an, was uns hier erwartet. In der letzten Woche, wo wir das Süral Resort gefilmt hatten, haben wir da von dem Duty Manager mitbekommen gehabt, dass sie insgesamt 16 Gärtner haben, die für die Hotels arbeiten. Und schaut mal, hier sieht man auch schon beim Hoteleingang, dass es ja auch schön grün und gepflegt ist. Das kann man ja auch sehen. Vor dem Süral Hotel in Çorlaklı. Und da ist nochmal die Schrift vom Süral Hotel. Und das Hotel ist auch katzenfreundlich, wollte ich nochmal nebenbei erwähnen. Schau mal, hier ist eine Mama, die kommt gerade zu mir. Und hier sieht man auch kleine süße Kitten. Also so klein sind die nicht mehr. Aber so alt sind die auch nicht. Die Katzen hier vor dem Süral Hotel. So, und dann gehen wir mal ins Hotel rein. Das ist hier der Haupteingang. Und wir werden erwartet von der Frau Ikram. Das ist die Gästebetreuerin. Hallo, Frau Ikram. Hallo. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns heute das Hotel hier vorstellen. Wir bedanken uns herzlich an Ihnen. Wir sehen hier gerade, wie das hier auch eine Rezeption ist. Gleich am Hoteleingang gehabt, wo auch die Leute ein- und auschecken. Die sprechen auch alle Deutsch bei euch? Die andere Rezeption? Logischerweise ja, ne? Deutsch. Ist ja schön. Ja, dann schauen wir mal uns das Hotel an. Mal sehen, was uns hier erwartet. Wie gesagt, hier ist die Rezeption. Hier wird ein- und ausgecheckt oder wenn jemand irgendwelche Fragen hat oder Sorgen hat im Hotel, wendet man sich ja meistens immer an die Rezeption. Und das ist hier der Lobbybereich, richtig? Genau, hier ist der Lobbybereich. Auf der linken Seite ist unser Lobbybar. Ja. Das ist ja schön, ist auch alles ganz schick eingerichtet. Dafür, dass das erste Hotel hier in Çorlaklı ist, ja, sieht es auch immer noch natürlich ganz toll aus alles. Wir schauen uns jetzt hier die Lobby an, richtig? Genau. Wenn man gleich reinkommt. Da sieht man auch hier Leute sitzen. Ist schön angenehm, groß. Also nur mal nebenbei, ihr habt ja wirklich tolle Klimaanlagen hier. Genau. Ist wirklich kühl bei euch. Ja. Ich war jetzt in mehreren Anlagen, so kühl war es nicht überall. Da haben Sie recht. Manchmal ist es für mich zu kühl, zu frisch, wirklich? Zu kalt. Und hier sieht man die Lobbybar. Die hat bis wann auf?
Von morgen 10 Uhr bis Mitternacht 12. Bis Mitternacht 12, ne? Mhm. Ist ja schön. Hier hat man auch alles an Getränken. Da sieht man noch, dass gerade ein Cocktail gezaubert wird. Ja, genau. Hier ist die Lobbybar vom Syrah Hotel. Sieht auch alles ganz toll und nett aus. Viele werden auch sicherlich das Hotel kennen, was wir hier gerade filmen. Das Hotel ist auch sehr bekannt, Syrah, die Kette im Allgemeinen. Das war hier die Lobbybar. Ganz angenehm hier. Ich mag gar nicht wieder rausgehen, so heiß war es heute, ne? Ist ja so heiß bei uns. Heute war es ein bisschen schwül. Sehr schwül. Die Feuchtigkeit war sehr hoch. Ja. Hier ist unsere Gästebetreuungsabteilung. Das ist dein Platz? Gästebetreuungstisch. Ja, da bist du die meiste Zeit. Genau. Ist sehr schön, dass das hier dein da Tisch. Da machen wir à la carte Restaurantreservierung. Ja. Und, oder wenn Sie Wünsche haben, da wir das machen können, zum Beispiel bei Geburtstags, Torte oder so extra wünschen. Da kann man sich direkt an dich wenden dann, ne? Genau. Ist ja schön. Also wenn jemand hier einen Wunsch hat. Wir sind meistens von 8 Uhr bis 16 Uhr im Haus. Ja. Aber wenn die Eile haben, kann ich auch ruhig über Handy oder über Telefon. Bist du immer erreichbar. Behilflich sein. Ja, genau. Ist ja schön. Also hier ist der Platz von der Frau Ikram, wo sie auch die meiste Zeit ist, bis 16 Uhr, aber auch 24 Stunden erreichbar ist. Genau. Und hier hast du eine kleine Shoppingstraße, auch im Hotel. Und Hotelfotograf hast du auch hier. Ja, so eine kleine Ecke. Hier hat man also noch eine Shoppingmeile im Hotel, im Syrah Hotel. Und dann gehen wir mal runter ins Restaurant. Ist ja auch kurz vor. Wir gehen ins Restaurant, richtig? Nee, wir gehen zum Strand. Ach, zum Strand, zum Strand. Genau. Achso, dort ist ja das à la carte. Ach ja, stimmt. Dann schauen wir mal erstmal den Strandbereich an. Das Hotel ist auch direkt am Strand. Ja. Hat auch einen sehr, sehr schönen Strandbereich. Da geht man einmal durch die schön gepflegte grüne Anlage. Hier hast du einen Fitnessraum. Hier hat die Frau Ikram ihren Fitnessraum. Doch alles ganz ordentlich und sauber aus. Anders kennt man es ja nicht von einem Hotel. Also wer gerne ein bisschen trainieren will im Syrah Hotel, kann auch hier den Fitnessbereich nutzen. Habt ihr ein Hallenbad? Ja, ist aber nicht im Betrieb. Ist nicht im Betrieb, weil es nur ein Saisonhotel ist. Ja. Da können die Gäste Billard spielen, Tischtennis. Hier kann man Billard spielen. Das wäre hier der Hallenbad normalerweise. Wie bitte? Das wäre der Hallenbad normalerweise, ne? Genau. Das Hallenbad, ja. Aber das hat, wie gesagt, nicht auf, denn das macht ihr im Winter nicht auf, das Hotel. Und ihr seid auch bekannt für eure Sportplätze. Ihr seid auch bekannt für eure Sportplätze, ne? Genau. Die Hotels für. Wir haben ja 10 Tennisplätze. Genau. Das ist hier einer von den Plätzen.
dem die Syrah-Kette hat. Und jetzt sind wir auf dem grünen Rasen, wo auch der Miniclub ist. Und da werden auch die Kinder unterhalten, den ganzen Tag. Vom 8 Uhr bis 16 Uhr. 16 Uhr, von Animation dann, ne? Mhm. Hier auf der schönen grünen Rasenfläche ist hier der Miniclub. Und da sieht man auch jetzt hier ein paar Zimmer vom Syrah Hotel in Cholakle. Und hier nochmal der Miniclub. Und dann geht es weiter in Richtung Strand. Allerdings, ihr habt einen sehr, sehr schönen Strand hier. Das ist ja wie so auf so einem Hügel auch. Genau. Wo euer à la carte Restaurant ist, das wir auch gleich den Gästen zeigen werden, den Zuschauern. Hier nochmal der Tennisplatz vom Syrah Hotel. Und dann habt ihr noch einen Pool, das ist der Hauptpool. Ja. Die Snackbar ist auch dann gleich dort. Nebendran ist der Aquapool. Ja. Und die Poolbar hat bis wann auf? Auch von 10 Uhr bis Mitternacht 12 Uhr. Bis Mitternacht 12. Mhm. Man sieht, dass hier viele Leute noch am Pool sind. Wir haben 18.20 Uhr Ortszeit. Und die Leute können sich nicht bei dieser hohen Luftfeuchtigkeit vom Pool trennen. Und hier sieht man noch wieder die schöne grüne Anlage. Hier vom Syrah Hotel. Und Rutschen habt ihr auch hier? Das ist hier der Pool vom Syrah Hotel. Hier ist unser Kinderbecken. Ja. Hier ist der Kinderpool. Und dort hinten ist die Bar. Auf dem Rückweg können wir da auch noch mal vorbeigehen. Hier im Garten haben wir solche Hasen, Hähne. Habt ihr Hühner, ha? Das ist hier die Anlage vom Syrah Hotel. Man sieht, man geht hier bis zum Strand. Das Hotel ist ja auch direkt am Strand. Und man kann hier auch zwischendurch sitzen, Fotos machen, die Zeit vertreiben. Im Syrah Hotel in Cholakle. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man ins Syrah Hotel kommt, hier in Cholakle. Das erste Hotel hier in Cholakle mit 335 Zimmern. Das ist schon eine Hausnummer. Und seht euch mal hier die schöne grüne Fläche an. Das sieht einfach toll aus. Hallo. Yeah.
Und am Strand habt ihr auch eine Beachbar, das à la carte Restaurant und das Kaffeehaus. Habt ihr alles am Strand, richtig? Genau. Und das schauen wir uns auch mal hier an. Ja, Snack-Restaurant. Das hat von wann bis wann auf, das Snack-Restaurant? Von 10 Uhr bis 16 Uhr. Bis 16 Uhr. Mhm. Also wer da ein bisschen Hunger hat, kann dort sich einen kleinen Snack holen. Genau. Das Snack-Restaurant hier am Strand gleich. Und hier Leute vom Fotografen. Jetzt sind wir hier auch am Strand angekommen. Das Tyrol Hotel hat sowohl beim Haupteingang als auch zum Strandeingang ein Security. Der sitzt hier. Hallo. Und von der Seite aus sehen wir nochmal hier das Snack-Restaurant. Und dann sind wir jetzt auf der Promenade von Çolak'lı angekommen. Und das auch gleich das Restaurant. Das Beach-Restaurant, richtig? Hier ist à la carte Restaurant. Darunter geht es runter zum Strand vom Tyrol Hotel. Seht euch mal den schönen Ausblick hier an. Das ist unser Kaffeehaus. Das ist das Kaffeehaus, das schauen wir uns gleich auch mal an. Wir können uns mal hier das à la carte Restaurant anschauen, wo man hier einen ganz, ganz schönen Blick in Richtung offenes Meer hat. Das à la carte Restaurant ist hier wie auf einem Hügel vom Tyrol Hotel in Çolak'lı in Side an der türkischen Riviera. Was will man da besser haben, ne? Einen schönen Ausblick hier, das Abendessen genießen im à la carte mit Restaurant. Live-Musik natürlich. Live-Musik auch noch. Ja. Vom Tyrol Hotel in Çolak'lı. Das ist auch noch eure Fläche? Genau, ist unsere Fläche. Nebendran ist das Suraiserei. Ja. Einmal in der Woche oder jede 14 Tagen wird hier in diesem Bereich so große Party gefeiert. Ja. Das sieht man auch, weil es so gepflegt ist, habe ich mir gleich gedacht, dass es euch hier gehört. Also zu eurem Hotel. Sieht schon toll aus. Und die Leute sind immer noch im Wasser, deine Gäste. Weil es doch noch warm ist. Es ist wirklich warm, das stimmt. Das war hier das à la carte Restaurant mit der Aussicht hier vom Tyrol Hotel in Çolak'lı. Und dann gehen wir mal zum Kaffeehaus. Kaffeehaus.
Mal schauen. Und was wird da genau gemacht beim Kaffeehaus? Verschiedene Kaffeesorten. Ja. Und auch so Kleinigkeit, Kuchen, Gebäck und so weiter. Das hat auch den ganzen Tag auf? Von 10 Uhr bis 18 Uhr. Von 10 bis 18 Uhr kann man hier Kaffee und Kuchen bekommen. Im Cyral Coffee House. Als Hotelgast natürlich. Ist gerade auch am Saubermachen. Die räumen gerade da auf, damit die mal nicht stören. Aber auf jeden Fall kann man hier von 10 bis 18 Uhr im Cyral Coffee House Kaffee und Kuchen bekommen. Hier direkt am Strand. Die ganze Fläche gehört hier dem Cyral Hotel. Es ist nicht alles so zu bebaut, es ist alles schön grün. Sieht man hier auch. Und der Strandbereich ist auch ein schöner, feiner Sandstrand. Ich kann mal in Richtung Strand gehen. Man sieht jetzt, dass die Leute den Strand verlassen mittlerweile, denn bald ist ja Abendessen. Und Platz am Strand hat man hier bei euch immer, ne? Wie bitte? Platz am Strand hat man hier immer bei euch. Genau. Sind ja genug Liegen da? Ja. Bestimmt 400 Liegen, schätze ich mal, oder mehr? Ungefähr. Ungefähr, ne? Der erste Blick mir den Eindruck gemacht. Und jetzt sind wir hier am herrlichen Strand vom Cholakle beim Cyral Hotel. Und man sieht, dass jetzt um 18.30 Uhr hier noch viele Leute am Strand sind. Das ist hier der Blick in Richtung Side vom Cyral Hotel aus. Schaut euch das mal an, wie voll da noch der Strand ist. So voll ist es hier gerade noch am Strand, kurz vor Abendessen. Das ist der Blick in Richtung Side. Der Blick in Richtung offenes Meer. Und hier der Blick in Richtung Dünnrode. Und man sieht, wie viele Leute hier noch im Wasser sind. Das ist das Cyral Hotel in Cholakle. Das erste Hotel, wie gesagt, hier in Cholakle. Mit 335 Zimmern ist es auch nicht so klein. Man sieht auch durch die große Anlage, wie viel Platz man hier hat. Das erste Hotel hier in Cholakle. Und die Frau Ikram ist ein bisschen kamerascheu, hat sie im Voraus schon gesagt gehabt. Aber du machst das ganz gut. Danke. Toll, tolle Anlage, toller Strandabschnitt.
was will man da mehr? Und das war hier der Strandabschnitt vom Syral Hotel. Ja, und dann schauen wir uns mal dein Abendbuffet an, was du hier zu anbieten hast, Frau Ikram. Gerne. Bevor die Leute das Restaurant stürzen. Schauen wir uns mal an, ne? Und danach schauen wir uns noch dein Zimmer an. Machen. Was du uns heute zeigst, okay? Okay. Da warten noch die Leute drauf, auf dem Zimmer, was hier einen erwartet. Jetzt gehen wir vom Strand aus wieder ins Hotel rein und hier gibt es eine Promenade. Einmal in Richtung Side. Das ist hier der Weg in Richtung Side. Und das ist der Weg in Richtung Gündodo. Das Syral Saray. Euer anderes Hotel hat, glaube ich, gerade zu. Ne? Saray ist ja eine Renovierung. Und jetzt gehen wir wieder in die Hotelanlage rein, an der Snackbar vorbei. Ich habe dabei eine große Snackbar. Ja. Hier ist eigentlich Snackrestaurant. Snackbar ist drüben, wo. Achso, Snackrestaurant meine ich ja. Genau, wo tagsüber die Snackbar ist, am Abend à la carte Restaurant. Ja. Jetzt sind wir hier wieder in der Anlage. Vom Syral Hotel. Und hier sieht man auch Aprikosen am Baum, die aber noch nicht reif sind. Schauen wir uns die Aprikosen aus. Aprikosen sind oder Aprikosen. Pfirsich. Nee, Pfirsich. Pfirsich, ne? Pfirsich, ja. Sind aber noch nicht reif. Sind noch nicht reif. Und der Wald hier? Gehört auch zu. Wird auch zu euch, ne? Mhm. Man kann also auch in den Wald gehen hier. Schön. Von hier kann man Aqua besser sehen. Das ist der Aquabereich. Nicht so groß, aber. Aber reicht aus, ne? Ja. Ist gerade auch geschlossen. Hier der Aquabereich vom Syral Hotel in Çolakle. Also ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt von der Anlage.
Jetzt sind wir hier nochmal bei der Poolbar. Also am Hauptpool vom Sival Hotel. Und da vorne ist auch die Poolbar, die auch bis 24 Uhr auf hat. Ja. Da sind auch die Leute ganz fleißig, die Barkeeper. Im Hotel. An der Poolbar vom Sural Hotel. Man sieht, dass hier noch viele im Wasser sind. Sieht schon alles ganz toll aus. Jetzt waren wir bis zum Strand runter und auch wieder hoch. Und da gibt es nochmal Abendshow am Pool später. Genau, manchmal bekommen wir Live-Musik. Also man, dass da noch Musik gespielt wird. Ja. Später. Und dann sind wir wieder beim Mini-Club. Und dann gehen wir wieder in das schön klimatisierte Hotel rein. Und wir hatten heute wieder einen ganz, ganz heißen Tag. Die Hitzewelle kommt hier wieder zurück. In die Türkei, in Sida. Also wer jetzt demnächst hierher kommen sollte, auf keinen Fall irgendwie eine lange Jeanshose oder irgendwie ein Pullover oder eine Sweatjacke oder was mitbringen. Denn wir haben morgen 36 Grad und wir haben die Tage, kein Tag unter 34 Grad und nächste Woche Donnerstag. Mit Feuchtigkeit muss man das mit 40 oder über 40 rechnen. Genau, also die Luftfeuchtigkeit ist sehr, sehr hoch zurzeit. Und jetzt sind wir schön wieder im klimatisierten Raum. Super. Also, es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit hier bei uns in Ziele. Da kann man sehr schnell ins Schwitzen kommen. Hier ist unser Spa-Center, wo sie auch die Gäste ihren Handtüchern, also Strandhandtücher, ja, tauschen können. Ist aber nur von 9 Uhr bis 18 Uhr in Betrieb. Hier ist das Spa-Center, habt ihr gehört, bis 18 Uhr kann man 9 bis 18 Uhr drauf, ne? Da holt man sich doch die Handtücher für den Strand. Sind wir jetzt wieder im Lobbybereich vom Sural Hotel. Die Frau Ikram, zum Restaurant. Die Frau Ikram zeigt uns jetzt das Restaurant. Hier haben wir auch so ein kleines Ledergeschäft, Taschengeschäft. Hier haben wir auch eine Einkaufsstraße mit Textilien, Leder, Taschen. Hier im Sural Hotel. Auf dem Weg zum Restaurant. Und jetzt sind wir hier im Restaurant, was auch sehr kühl ist hier. Ja. Ganz wichtig.
kann man wirklich da so gemütlich essen und trinken. Schön angenehm. Ist doch alles, sieht doch alles ganz, ganz nett und freundlich aus. Also wir hatten gerade ein bisschen wenig Internet. Es kann sein, dass hier im Restaurant das Internet nicht so gut ist wie woanders. Es war eine kleine Unterbrechung. Wir sind jetzt im Hauptrestaurant. Sollte es nochmal unterbrechen, dann müssen wir leider raus aus dem Restaurant, dann ist das Internet ein bisschen schlecht hier, das Netz. Aber jetzt sind wir wieder da. Im Restaurant vom Syral Hotel mit dem Blick auf den Pool, kann man hier auch sehen. Und dann schauen wir mal, was das Abendbuffet zu bieten hat. Wie gesagt, es kann sein, dass es vielleicht wieder unterbricht, hoffen wir mal nicht. Aber man sieht, dass hier gerade noch alles sehr gut vorbereitet wird für das Abendessen im Syral Hotel. Das ist unser Koch. Sieht man auch, ne? Der Chefkoch. Und man sieht, dass hier gleich die kalten Vorspeisen sind, wenn man da reinkommt. So wie Nudeln, Aubergine, Käse. Also wir haben hier im Restaurant im vorderen Bereich, wo die ganzen Speisen sind, ein bisschen weniger Netz. Wir müssen es mal von hier aus ein bisschen zeigen. Auf jeden Fall hat man hier auch alles da an Salate. Hinten ist der Brotbereich. Die Feinkost, die kalten Feinkosten. Und hier gibt es auch das Dessert. Kann man sehen. Dessert ist auch hier. Der Obstbereich. Auch sehr, sehr viel an Obst da. Und da draußen, hier kann man rausgehen. Hier sieht man auch den Bäcker. Oder jetzt gibt es auch hier Frischpide und Brot. Landbrot, Pide. Nudeln hat man auch hier. Die ganz Kochs hier. Der Geflügelbereich mit Schnitzel, mit gebratenen Hühnchen. Und das gibt es hier jeden Tag bei euch. Und auch hier und auch der ist vermisst von Deutschland Schnitzel. Ja, haben wir hier auch. Bei den Netten her. Da jetzt hin. Dann gibt es hier noch mal Döner. Pommes. Und dann gibt es hier noch mal. Heute haben wir türkischen Abend. Türkischen Abend hat man heute hier. Da gibt es auch die Köfte. Döner. Das ist der Döner. Hähnchenspieß. Da jetzt drin. Und was kriegst du hier? Fisch. Wie viel Fisch gibt es hier? Salate. Da jetzt drin, oder? Und wie man es auch in der Türkei kennt, direkt vom Grill,
wie gesagt, das Fleisch. Und so sieht das dann gegrillt aus bei dem Herr. Gegrillte Hühnchen, Aubergine, wieder Hühnchen, Geflügel. Döner. Also man wird hier bei dir auf jeden Fall satt im Hotel. Ja. Das sieht man auch. Kann ich mal richtig zu. Ja. Man sieht, dass sie sich auch viel Mühe geben im Restaurant vom Sural Hotel. Und dann hoffen wir mal, dass wir jetzt Internet haben von der Seite aus. Wir sind jetzt hier drinnen. Heute gibt es Türkisch Night, da gibt es auch ein paar türkische Gerichte. Also nicht nur Grill, sondern auch Aufläufe. Was auch ganz lecker aussieht hier, die Bohnensuppe. Oder hier Nudeln. Börek. Und hier nochmal eingelegte Oliven und Gemüse. Hier im Sural Hotel in Çorlaklı. Wir bleiben kurz in der Nähe vom Fenster wegen dem Internet. Hier sehen wir auch den Obstbereich. Wir haben gerade Hochsaison für Wassermelonen und Honigmelone in der Türkei. Und man sieht, dass hier auch alles ganz, ganz herzlich vorbereitet ist und auf die Gäste wartet. Hier sehen wir nochmal den Obstbereich von hier aus gesehen. Im Restaurant vom Sural Hotel in Çorlaklı. Wir werden heute hier geführt von der Gästebetreuerin, von der Frau Ikram. Hier vom Hotel. Und hier nochmal das Dessert. Kann man aber wirklich zunehmen bei dir im Hotel. Ja, sind auch sehr lecker. Mit Sicherheit. Ich bin zwar kein Süßesser, aber das sieht lecker aus. Gibt es hier nochmal Grün. Nochmal viele kleine Törtchen. Also genau wie euer Hotel, das Sural Resort Hotel, das habe ich ja davor gefilmt gehabt, das wissen auch die Zuschauer und
Also weil Essen und Trinken ist euer Hotel wirklich top, muss man sagen. Vielen Dank. Das sieht man auch. Das Publikum ist auch begeistert. Das sieht man auch von euren Restaurants. Und dann gibt es hier nochmal die Salate. Soßenbereich. Und hier nochmal ein Salatbereich. Und an der Stelle war vorhin das Internet weg. Sollte es weg sein oder weggehen, dann verlassen wir das Restaurant. Wie viele Gäste hat das Hotel zurzeit? Im Moment, also heute sind wir um die 88-90%. 88%, das hört sich gut an. Wir haben auch überwiegend deutsche Gäste. Ja. Dann schau dir mal hier das ganze Buffet an. Also im Syval Hotel. Sieht man, dass man hier eine große Auswahl an Essen und Trinken hat. Ob Salate, ob Feinkost, ob Grill, ob Aufläufe, ob Soßen, ob Dessert, ob Brot. Man sieht, dass man hier im Syral Hotel, war das Hotel davor, in dem ersten Hotel von Cholakle mit 335 Zimmern, 1987 gebaut. Ja. Ich bin auch 1987 geboren, nur mal nebenbei. In dem ich geboren bin, ist das Hotel aufgemacht worden, das Syral Hotel. Jetzt nochmal der Brotbereich. Hier sieht man die Bar im Restaurant. Ja. Und das Internet war wieder weg. Daher mussten wir jetzt da wieder rausgehen aus dem Restaurant. Denn an der Stelle ist da irgendwie, dass das Internet hackt. Dann gehen wir nochmal hier auf die Terrasse vom Restaurant. Wir schauen mal, was hier einen erwartet. Also hier kann man auch essen. Auf der Terrasse. Vom Restaurant. Vom Syral Hotel. Leider hatten wir gerade, wie gesagt, im Restaurant wieder kurz Internet, wo es nicht so gut war. Und hier sind wir wieder am Pool. Und jetzt schauen Sie da mal, was die Frau Ikram uns für ein Zimmer zeigt. Standardzimmer. Du zeigst uns dein Standardzimmer hier bei euch? Ja. Dann sind wir gespannt. Schauen wir uns das mal an. Ja, wir waren jetzt kurz vor Abendessen im Restaurant vom Syral. In 3 Minuten geht das Abendessen los und jetzt werden die Leute da reingelassen. Wir sind rechtzeitig fertig geworden mit der Vorstellung vom Restaurant. Und da sieht man, dass jetzt die Leute zum Essen kommen. Videos,
Wir müssen Aufzug benutzen, ist in der vierten Etage. Okay. Wir fahren mit dem Fahrstuhl hoch. Jetzt sind wir wieder bei der Rezeption und bei der Lobby. Und der Weg zum Restaurant. Hier bin ich einmal. Hallo. Jetzt schauen wir uns mal ein Zimmer an, im vierten Stock. Das sind hier die Zimmerbereiche im Syral Hotel. Und die Syral-Kette ist sehr bekannt für ihr super Internet. Die haben überall Internet, ob man am Strand ist, auf dem Zimmer ist oder am Pool ist. Die haben überall sehr gutes Internet. Ich war eben nur nicht über WLAN verbunden, aber schau mal, hier hat man schon wieder ein Modem. Das haben wir auch schon im Syral Resort Hotel gesagt gehabt. Das Syral ist bekannt für ihr gutes Internet überall. Jetzt schauen wir uns hier das Zimmer an. Das ist ein Standardzimmer hier im Syral Hotel. Sieht auch, wie nicht anders erwartet, ganz nett und freundlich aus. Mit einem Doppelbett. Mit Sitzmöglichkeit. Klimaanlage, mit Fernseher, mit Spiegel, Kaffee, Tee hat man immer hier, eine Minibar haben die auch hier im Hotel. Und jetzt schauen wir uns hier die Aussicht vom Standardzimmer an. Und man hat hier einen seitlichen Meerblick, was aber ein sehr, sehr schöner Anblick ist. Da unten ist der Pool und heute gibt es da auch Live-Musik direkt am Pool. Man hätte hier einen schönen Sonnenuntergangblick jeden Tag. Das ist der Blick in Richtung Gündodo, auch in Richtung Antalya. Und durch die hohe Luftfeuchtigkeit kann man auch die Berge nicht so gut erkennen. Das liegt an der Luftfeuchtigkeit, aber man hat auch hier einen tollen Ausblick in Richtung Taurusgebirge und auch zum Nachbarn. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, vor allem in den Gruppen, um vielen Leuten zu zeigen, was hier einen erwartet, wenn man in das Syral Hotel kommen sollte. Das erste Hotel hier in Çolakle mit 335 Zimmern, was hier 1987
gemacht wurde, aufgebaut wurde, geöffnet wurde. Wir haben uns die gesamte Anlage angeschaut, vom Haupteingang bis zum Strand. Und man sieht, dass das Hotel sehr schön grün ist, groß ist. Man hat überall Platz, man hat ein tolles Menü, man hat freundliches Personal hier im Hotel und auch eine ganz, ganz nette Gästebetreuerin. Dankeschön. Im Syral Hotel. Und in der Minibar ist hier Wasser. Nur mit Wasser. Nur mit Wasser gefüllt, ne? Ja. Und einen Tresor habt ihr auch hier? Ja, bitte? Ein Tresor? Tresor haben wir auch. Habt ihr auch da, ne? Die Zimmer haben auch Tresor. Gegen 1 Euro pro Tag. Das kostet 1 Euro täglich. Das Internet ist aber frei hier im Hotel, ne? Internet ist frei, genau. Internet ist frei. Und wir haben Empfang bis zum Strand. Die haben auch einen guten Empfang. Wie gesagt, die Syral-Kette ist dafür bekannt. Sogar am Strand hat man hier Internet. Also wenn man auch was zu tun hat, geschäftlich, und man braucht Internet, dann hat man hier überall Internet im Hotel. Und hier nochmal die Dusche. Hier vom Syral Hotel. Das war hier das Standardzimmer im Syral Hotel in Çolaklı. Und dann sind wir wieder bei den Aufzügen. Die sind ja auch hier mitten drin. Wir gehen mal die Treppen runter. Da kann man ja auch einiges sehen. Treppen hoch ist ein bisschen anstrengender. Treppen runter kann nichts schaden. Ist auch jetzt Abendessenszeit. Da sind die Aufzüge auch eigentlich ganz in Betrieb. Und dann sind wir hier wieder in der Lobby angekommen. Gleich. Nee, noch nicht. Noch eine Stufe. Noch eine Stufe. Jetzt sind wir hier in der Lobby wieder angekommen. Und somit haben wir uns auch hier komplett das Hotel angeschaut. Wir sind hier wieder im Rezeptions-
Bereich. Auch hier wieder die Lobby vom Syral Hotel. Und wir wollen uns und das war hier nochmal die Rezeption. Und dann möchten wir uns hier bei der Frau Ikram bedanken, dass sie sich die Zeit genommen hat und uns wir das Hotel dort uns gezeigt sehr hat. Herzlich. Ganz, ganz herzlichen Dank. Den Leuten hat es gefallen und wer hier auch das Video nochmal anschauen will, kann sich das im Nachhinein nochmal anschauen. Das wird abgespeichert und das wird nochmal bei YouTube hochgeladen. Das Syral Hotel hier in Çolaklı. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eine große Anlage hier in Çolaklı, das erste Hotel hier in Çolaklı. Uns freut es sehr, dass ihr wieder dabei wart. Wir wünschen dir dann auch noch einen schönen Abend und das wünsche ich Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch. Das war nicht das letzte Mal, dass wir hier waren. Ne, danke, dass du die Zeit genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Bis auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss. Ja, das war hier, wie gesagt, heute das Syral Hotel in Çolaklı. Es ist ein schönes Hotel. Ich bin auch positiv überrascht. Das Hotel ist wirklich ganz schick, ganz schön groß. Und morgen wird das Syral Garden vorgestellt. Das Syral Garden gehört auch zur Syral Kette, hört man noch am Namen. Das schauen wir uns dann morgen an. Es wird wieder die gleiche Uhrzeit sein. Ich denke mal so 18 Uhr wird das Video losgehen. Das Hotel ist da gegenüber. Und dann haben wir uns auch somit die Syral Kette angeschaut. Jetzt und man kann auch öfter mal hier in den Syral Hotels mal ein Video machen. Auf jeden Fall kann ich auch die Hotels weiterempfehlen. Ihr habt auch die ganzen Hotels gesehen. Also das Syral Resort und das Syral Hotel und morgen auch das Syral Garden Hotel, die Hotels, die aufhaben. Das andere wäre leider in Renovierung. Und ich möchte mich dann auf diesem Wege hier bei euch verabschieden. Danke, dass ihr alle wieder dabei wart. Ich danke euch fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren und für die Sterne. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.